Ich war 17 Jahre alt, als meine Mutter mir sagte, TV, das hat sie wörtlich gesagt, dein Vater ist nicht dein Vater. Da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Ich habe sofort, ja, mein Vater, den ich so verehrt hatte, ich habe das Poster sofort von der Wand runtergenommen. Sie hatten ein Poster von Ihrem Vater an der Wand? Ja, natürlich, wieso denn nicht? Der hat doch nicht bei uns gewohnt. Das trage ich immer bei mir, schauen Sie mal, da ist er. Ja, in Lebensgröße. Mein Vater. Und da ist Ihnen schon vorher aufgefallen, dass es eigentlich Ihr leiblicher Vater gar nicht sein kann? Ja, ja. Nee, ja, ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Also bei dem Talent hätte ich eigentlich das Singen lernen können müssen. Ne? Aber ja, nein, noch nicht mal. Das Talent habe ich von ihm gelernt, geerbt. Ich bin untröstlich. Das macht mich richtig traurig. Da kann mir ja nur eines helfen. Ich sagte nur eines trösten. Eines. Ja, ich komm ja. Ja, dann komm auch. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja! Roberto Gomso! Letzte Mal, ja? So, Marco, jetzt noch den Puppenspieler, komm! Ach. Oh, komm! Und haben Sie denn jetzt noch Kontakt zu Herrn Blanco? Wieso? Ich kenne den auch gar nicht. Ja, aber die Geschichte mit Ihrem Vater. Ach, das war doch gelogen! Nein, ich höre halt den Marco so gern als Roberto, nicht? Und freiwillig macht er das nicht. Da muss ich mir schon was einfallen lassen, ne? Echt? Ja, ja. Das mögen Sie. Das mag ich. Ach, wir alle hier mögen das. Das ganze Team flippt immer aus, wenn Roberto singt, ne? Wir können ja mal rüberschalten ins Produktionsbüro. Ruhig doch! Der Puppenspieler ist soweit. Jungs, mach doch mal keinen Matsch. Ich mach den morgen nur wieder. Ja, ja, das hat man letztes Mal schon gesagt. Ich bin der Puppenspieler. Ja. Tut sicher. Viele kommen von nach. Ja, fast alle mögen Roberto. Also ich mochte ihn.